Ja. Also hier ist Safe Zone angeblich und jetzt werde ich hier ausgeraubt von irgendwelchen Leuten, die irgendwas wollen, mit dem Auto und dem Helikopter. Mal sehen, was da für Ärsche sind. Wir sind doch noch nicht aussehen. Haben sie dich da rein verfolgt? Ich kann hier gar nichts machen. Ich kann hier nur fahren oder wegfahren. Fahr doch weg. Ja, ich fahre jetzt einfach mal weg. Dann schießen die wahrscheinlich auf mich. Tupper Harley, so heißt der. Ich höre den nicht, ist mir scheißegal, ich fahre jetzt einfach. Die schießen auf mich. Dann bleib. Die schießen auf mich. Verhandeln mit denen. Dann fahre ich über den Haufen, die Ärsche. Nein. Was denn? Ich kann nichts anderes machen hier. Bleib stehen und verhandeln mit denen. Wir versuchen so viel wie möglich zu kommen. Mal schauen wir, was das hier für eine Scheiße wird. Das müssen die, ja, die haben mein Auto auch kaputt gemacht, ne? Oder ich weiß vielleicht selber, aber ich höre nichts. Leute, ich kann. Leute, ich kann kein Wort hören, wenn der Heli so laut ist. Das tut mir leid, was wollt ihr hier? Nein, ich steige erst aus, wenn ihr sagt, was läuft, und außerdem macht den Heli aus, sonst höre ich nämlich nicht. Wenn ihr mich nicht hört, ist das euer Problem. Jack. Ja? Solange der Heli an ist, mache ich überhaupt nichts hier. Jack, die Polizisten meinen gerade, es wäre das WATM gewesen. War das so? Ich weiß es nicht. So, also euch ist klar, dass ihr jetzt hier im YouTube seid und nur so zum Hinweis. Also, was kann ich für euch tun, Leute? Kann aber gerade nicht Motor aus. Ja, Moment mal, ich mach den Motor aus, ich mach den Teamspeak auch aus, sonst kann ich euch nämlich gar nicht verstehen. Moment mal. Mach mal bitte deinen Motor aus. Moment. Sound muted. Motor aus geht, Motor aus. So, jetzt kann ich euch hören. Was gibt's denn eigentlich? Was macht ihr für einen Stress hier? Hallo? Ist da einer? Hallo? Nee, ich steig nicht aus. Was soll der Scheiß? Ich denk nicht dran. Was wollt ihr von mir? Ich hab keine Ahnung, was das soll. Also, ihr überfallt mich hier mit einem Helikopter und einem Auto. Bitte erstmal Information, worum geht's? Von überfallen wollten wir gar nicht. Was bitte? Ihr schießt auf mich. Was soll das bitte anders sein als ein Überfall? Den du geflüchtet bist und nicht angehalten. Moment mal, ich flüchte, wenn Leute mich irgendwie komisch kommen und denen die mir die Tür vor dem Auto quer auf die Straße fahren. Dann habe ich den Eindruck, dass ich überfallen werde. Wenn das auch noch mit dem Helikopter gemeinsam geschieht, dann ist doch wohl klar, dass ich abhaue. Und ihr seid Zivilisten. Also, ja. Liebe Leute, ja? Ja. Okay, eine kurze Frage. Was hast du mit vor gehabt? Wolltest du Gas machen? Ich wollte mir eigentlich ein Boot kaufen, um mal die Gegend hier angucken, weil ich von Hause aus Yachtmensch bin. Und ich würde das gerne auch machen. Ihr könnt mich ja dabei unterstützen, mir ein paar Tipps geben. Aber überfallen ist scheiße. Und außerdem... Mein Motor ist aus. Nein, der andere, der hier gerade war. Also, gut. Also, ich wollte hier mit dem Boot rumfahren. Ich weiß gar nicht, was für Boote hier gibt. Auf der Insel bin ich neu. Und wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, gerne. Aber bitte repariert aber erstens mein Auto, weil ihr schießt einfach auf mich. Und zweitens steige ich natürlich nicht aus, weil ich habe immer noch Angst. Ich habe immer noch Waffen in der Hand. Nein, pass auf. Leute, tu die Waffen weg. Alle. Ich. Waffen weg. Sonst passiert überhaupt nichts hier. Ah, okay. Das ist ein bisschen friedlicher. So, was kann ich jetzt für euch tun? Na, wir haben dich fahren gesehen. Du sahst ein bisschen unsicher aus. Was mich jetzt ein bisschen unsicher macht, deine Ausrüstung, die du jetzt schon hast. Und du bist neu auf der Insel, da verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was für eine Ausrüstung habe ich? Ich habe einen kleinen LKW. Wo ist das Problem? Ja, das, was du anhast, das kriegst du nicht mal eben so an jeden Ecke an. Kaufen. Das ist richtig. Man kann das auch kriegen, wenn man es kauft. Man kann das auch anders kriegen. Also da bin ich jetzt ganz locker. Aber das kann ja wohl keine Ursache für euch sein, dass ihr mich anhaltet. Bin ich da irgendwie auf dem falschen Holzweg oder nein, wie? Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Ja, was das auf jeden Fall nicht. Also mal aussteigt und sich ausweist. Nee, ich denke ja nicht im Traum dran. Ihr seid Zivilisten und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass ich aussteige und mich ausweise. Ihr seid keine Polizei. Oder bin ich da jetzt irgendwie falsch? Nein, wir sind keine Polizei, aber
Was denn? Lass ihn, das ist mir zu blöd. Ein bisschen im RP jetzt mitmachen, hättest du ja auch gekonnt. Wir waren ja ziemlich nett und haben sich überhaupt nicht irgendwie... Ihr habt mein Auto zerschossen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe bei mir mindestens einen Wheelschaden. Den repariert er mir bitte, sonst bin ich nämlich stinkig auf euch. Und glaub mir, wir begegnen uns noch häufiger auf der Insel. Was denn? Was denn? Das Auto ist völlig in Ordnung. Seid ihr denn jetzt hier nett? Jetzt kann ich hier wieder aussteigen, oder was? Führer, wir sind unterwegs, halt durch. Ja, die sind leider jetzt auf dem Weg, ne? Da robbte deine Polizist direkt. Du hast einen von uns vergessen. Ja, scheiß drauf, nichts weiter jetzt. Ja, die sind leider auf dem Weg hier weg mit zwei Fahrzeugen und einem Helikopter. Ja, das war ein cooles Rollenspiel, echt gut gelaufen, altes Life, Arma 3 macht auf die Art und Weise richtig Spaß, auch wenn es am Anfang ein bisschen ruppelig war, ich kann ja die ganzen Tasten nicht immer, da kriege ich ja Knoten in den Finger. Aber gut, kommen wir noch hin und ansonsten, wenn ihr das gut findet, dann liked dieses Video und wenn ihr das insgesamt gut findet, was ich so mache, solltet ihr den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr natürlich immer gleich auf den Teller, wenn ich was Neues mache, wird immer mal wieder was geben, so quasi jeden Tag zwei anderen. Wir sehen uns also auf jeden Fall irgendwie in einem der Tutorials, auch zu Altis Life und Arma oder auch zu anderen Sachen. Ja, ansonsten spielt schön, habt Spaß dabei und wir sehen uns. Bis dann.